Recht herzlich willkommen zur 28. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, wir sind dabei, unser Land zu erweitern. Hier haben wir schon letztes Mal geschafft. Und da kann man was bauen. Hier können keine... Ach so, Kulturänderung findet da statt, alles klar. Speichert gerade. Und die Huronen waren ja unsere Rivalen geworden, ne? Wow. Geschenk versenden, Zugangsaktionen. Nö. Nö. Wenn wir gegen die einen Krieg führen würden, hätten die keine Kollegen, aber wir pequotisch dabei. 6 und 13 wären das. Das kümmert mich nicht. Keine Einschränkung für fremde Händler. Okay, da können wir nichts ändern, ist halt so. Feine, Potawatomisch und Irokesisch. Die sehen uns als Feind an. Okay. Wir haben sogar einen Eroberungskriegsgrund gegen uns. Aufgekündigt, okay. Egal. Jetzt wäre nur interessant zu sehen. Können wir da hinmarschieren? Ja, können wir. Wir können auch da hingehen. Vielleicht sehen wir von da auch erstmal was. Ach so, die können wir auch mal erstmal ein. So, sehen wir aber nicht mehr. Militärzugang haben die weggehabt. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas sehen können. Oh, da sind ein paar Dingens gewesen. Eingeborene. Da können wir leider nicht hin, ne? Gucken wir, ob wir da auch noch Eingeborene haben. Aber da sehen wir auch nichts, wenn, ne? Bringt also auch nichts. Da sind keine Eingeborenen. Da können wir nicht hin. Gut, dann laufen wir zurück. Bringt ja nichts. Wir haben keinen Anführer. Den können wir jetzt aber mittlerweile kriegen, ne? Aber ich glaube, den nehmen wir erst, wenn wir kurz vor irgendeiner Aktion stehen. Kommen wir denn da oben hin? Nein, ne? So, nicht ausgewählt. Ne, können wir auch nicht. Keinen Militärzugang. Können wir ja mal gucken, ob wir den kriegen können, oder? Ne, können wir nicht kriegen. Okay. Haben wir denn da die Möglichkeit? Ich glaube, genauso wenig, ne? Ja. Gut, dann nicht. Würden die Engländer uns Zugang gewähren? Auch nicht. Gut, okay. Wir können was machen. Hier gehen wir schon auf die 17 zu, dann. Ja. Hier war ja nichts mit diplomatischer Macht, oder? Das war Militär, ne, oder? Ja, ist schön zu sehen, da steht das auch dran, ne? Ideengruppe verlassen. Ja. Nee, dann können wir das ja eigentlich machen. Machen wir. Warum nicht? Wir können was bauen. Okay. Das können wir überall bauen. Ne, da nur ein Land können wir was bauen. Interessant. Baracke. Regimentscamp wäre möglich. Lokale Unruhen minus 3 wären da. Vorlevel plus 2. Irgendwie kommen wir da nicht so ran, ne? Hafen ist nicht da. Basismannstärke. Ne, wir nehmen das Grundsteuer. Ja, was machen wir?
Gute Frage, ne? Gericht. Produktionseffizient. Ich glaube, wir nehmen das. Oh, da wird das auch noch gehen? Ne, da ist das schon. Machen wir dahin. Gut. Ja, um das zu machen, müssen wir irgendwie ausbauen, ne? Was haben wir hier? Entwicklung. Mögliche Anzahl an Gebäuden. Da geht nichts. Ja, bauen wir weiter aus, ne? Aber mehr auch nicht. Es wäre schon interessant zu sehen, ob wir hier was machen können, ne? Wie stark die Huronen sind. Wie steht denn die Diplomatie? So abgespeuert ist. Potawatomi. Potawatonisch. Und ja, ist schon vorbei wieder. Wir können auf jeden Fall hier was. Ne, da oben ist es. Frühmoderne. Müssen wir auf jeden Fall machen, damit wir hochkommen, ne? Auf 14. Okay. Ist das auch sofort fertig, ne? Spanische Tertio. Aha. Machen wir nicht, weil wir waren da noch hier unterwegs, oder? Die besten Pferde kämen da. Und hier wäre, glaube ich, der dran, ne? Na, können wir sowieso nicht anders. Die Shoni haben die Reiserechte eingeschränkt. Was war hier nochmal? Ideen minus 10, Nachbarbonus minus 50. Militärtaktiken und Nachschublimit. Schwierig, ne? Kolonialreichweite, Handelsreichweite. Merchantment. Mach ich das? Mach ich es nicht? Mach ich das? Zwangsdienst haben wir schon. Da würde die Armee weniger kosten. Da wäre die Kampftaktik besser. Diplomatie verlieren wir, egal. Hinter plus 1, ja. Gute Frage, was wir da machen, ne? Nachschublimit. Okay. Jetzt ist der Schwache dran. Okay, schlecht. Ich weiß es noch nicht. Hier sieht es schlecht aus. Oh. 4-3-3. Und der 4 ist das gleiche. Warum ist denn das hier so knapp immer? Ach, das sind die Huronen. Alles klar. Kein Nachfolger, okay. Dann sollte der mal zusehen, dass er Nachfolger kriegt. Der ist noch da, ne? Ja, 3, 7, 4. Das hört sich jetzt nicht gut an. Wo die 4 war immer gleich, ne?
Inflation könnten wir senken. Was haben wir hier? Prestige verlieren. Erlangt Theologe, erlangt Künstler, erlangt Philosoph. Oh. Ja, tolles Fest. Guten Abend, mein Fräulein. Guten Abend, meine Väter, ja. Zehn Prestige verlieren. Ich nehme das. Ich hoffe, ich habe da nichts falsch gemacht. 252 ist besser wie 022. Okay. Gucken wir mal durch. Was machen die da? Spanier? Spanier. Das bedeutet, Frankreich ist gerade schlecht dran, ne? Sollte man da mit in den Krieg ziehen? Gute Frage, ne? Florida. Keine Bündnisaktion, ne, ne. Wenn wir den Krieg erklären würden, ne? Lüttich und Picardie wäre dabei. Pequotisch wäre nicht dabei. Schwierig. Obwohl die Spanier den ja jetzt ganz schön die Hucke vollhauen. Ach so, deswegen. Alles klar, die Franzosen sind da einmarschiert. Es wäre jetzt aber gerade die Ecke, wo wir das kriegen können, vielleicht. Mann, ist gestorben. Ja, ich mach mal Pause, guck mal erstmal gerade, ob das der ist, der bei uns gestorben ist. Ich glaube nicht. Nein, ist er nicht. Gucken hier nochmal rein. Ach so, das können wir auch schon machen. Das machen wir mal so. Okay. Ja, ist klar. Und entweder das oder hier. Können wir sogar machen. Die Alten und Schwachen. Armeeunterhalts. Oder hier. Kavalleriekampffertigkeit. Was kommt denn danach? Schiffslebensdauer. Und hier. Schiffslimit. Okay, das ist also egal. Es ist was mit Schiffen dann. Da brauchen wir weniger Geld kosten. Wenn die Armee größer wird, kostet mehr Geld. Ich nehme das. Was war das? Kavallerie, ne? Komm, fertig. Okay. Dann haben wir da 20 mehr, sieht man schon. Das war vielleicht eine weise Entscheidung. So, das ist erledigt. Ja, da müssen wir uns mit Florida noch überlegen, was wir da machen. Da haben wir ein Darlehen. Inflation senken. Haben wir denn noch einen Händler? Nein, haben wir nicht. Aber da können wir den... Wer ist denn in der Hudsonbucht? Sortieren nach Wert. Die Karibik, die bringt viel Geld, oder wie sehe ich das? Einkommen, das müssen wir sortieren. Die Karibik bringt am wenigsten, dann haben wir das schon am meisten. Ne, da ist ja noch einer mit 7. Das ist aber komisch, wenn das sortiert ist, ne? Handelseinfluss 6,8. Hm.
Ja, was wir da machen, weiß ich auch nicht. Müssen wir vielleicht nächstes Mal reingucken. Das ist ja nicht gerade viel, aber es ist was, ne? Gut, dann würde ich aber erst sagen, lassen wir es gut sein damit. Das ist alles jetzt geklärt. Und ja, nächstes Mal geht es dann wieder weiter. Da müssen wir gucken, ob wir Florida angreifen oder nicht. Wäre, wo sind wir jetzt hier hingereist? Da sind wir. Wäre für uns der Zugang zum Wasser. Ich weiß aber nicht, ob wir irgendeine Chance haben gegen die Franzosen, die dahinter stehen. Gut, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.